Moin Moin und willkommen zu einem neuen Abenteuer-Vlog auf meinem Kanal. Ich habe einen Tipp bekommen, dass in meiner Nachbarstadt Bunkerreste und Flakstationsreste sein sollen. Die wollte ich mir mal ganz gerne anschauen, weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr auf so einer kleinen Abenteuertour war. Jetzt sind wir hier, ich bin nicht alleine. Der liebe Krischka ist auch mit am Start, der fliegt da hinten gerade noch ein bisschen mit der Drohne. Erwartet jetzt nichts krass Spektakuläres, es sind Bunkerreste, Flakreste. Alles Stein, alles kaputt. Aber trotzdem denke ich, kann ich das filmisch sehr cool festhalten. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Das Ganze ist hier in mehrere Stationen gegliedert. Es gab Fotos, die wir gefunden haben im Internet. Da war das hier ein großes Gelände und jetzt sind hier nur noch vereinzelte Stationen. Hier ist etwas. Da hinten sind auch noch vereinzelt einige Sachen, die wir uns angucken können. Aber ich würde sagen, erstmal geht's da rein. Und ich werde mir jetzt die Jacke ausziehen, weil es ist warm. Hier haben wir jetzt einen riesen Teil. Da werden wir jetzt mal reingehen und schauen, was wir da drin finden. Muss ja halt auch ein bisschen aufpassen, weil das hier alles so steil, bröckelig ist. Aber das macht das Abenteuer ja interessant. Ja, wir stehen jetzt hier mittendrin. Hier gibt es noch einige Eingänge, aber ziemlich runtergerockt. Trotzdem schauen wir da jetzt mal rein. Oh, das war's, hier geht gar nicht weiter. Ja, ist krass eigentlich, ne? Hier ist ein Kalkstein. Wenn man überlegt, dass jetzt hier irgendwie Soldaten damals waren, irgendwie auch standen, schon krass. Ja, ein bisschen beklemmt finde ich schon hier drin. Ne? Man hat schon ein bisschen Panik, dass das irgendwie einstürzt. Ne, vor allem, weil da auch echt viele spitze Gegenstände da gerade sind. Ja, die hast du ja überall. Also, wenn du hier echt mal irgendwie stolperst, das kann ja, ja, also da würde ich jetzt auch ungern durch gerade. Wir haben jetzt auch noch mal so eine kleine Einbuchtung, gehen wir jetzt auch noch mal kurz rein, scheint aber das gleiche zu sein. Man muss hier echt aufpassen, weil die ganze Zeit überall diese Metallstäbe hier rausragen. Und ja, eigentlich wäre hier Helmpflicht. Es ist so krass, wie das zugewuchert hier alles ist. Ich mag sowas sehr tierisch, so Industriegelände, so diese alte Ranzige mit Natur und so. Das ist jetzt Flakstation. Hat was. Auf jeden Fall ein geschichtsträchtiger Ort. Sieht man auch mal richtig heftig, wie sich die Natur hier alles wieder zurückgeholt hat. Der komplette Überdachung hier ist komplett überwuchert mit Moos, mit Brennnesseln, mit Bäumen. Ja, ist schon mega. Ja, hier bin ich jetzt am höchsten Ausgangspunkt von dem Teil hier. Aber nice, richtig geiler Ausblick hier, check.
So, wir gehen jetzt zur Station 2, die wir da noch haben. Und schauen nochmal, was wir da alles so vorfinden. Gar nicht groß, der Kleine hier, ne? Hey, du bist so groß, Mann. Ja, 2 Meter habe ich, ne? War bestimmt früher immer sehr hilfreich bei der Keksdose. War gut. Da haben mir auch vorhin die Fruchtzwerge geholfen. Kleiner Durchgang, gehen wir rein. Ach ja, für mich, ich habe immer Platz bei sowas. Mega eng hier, genau mein Thema. Ich jetzt wieder raus. Kein Scheiß, ne? Ich sag dir, seitdem ich Daddy bin, ja, gehe ich in sowas nicht mehr rein, ne? Ja, bist vorsichtig, oder? Ja. Über diese Tropfsteingeschichten. So, das war's dann auch an dieser Stelle. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Ist nur ein ganz kleiner Klick für dich, aber für mich ein mega, mega Feedback. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!